Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Far Cry 4 hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und weiter geht's. Ich war seit Jahren nicht in Utqarsh. Hör zu, es gibt dort eine Zelle des Goldenen Pfades. Gute Leute. Utqarsh liegt direkt nördlich der Brücke und diese Zelle kennt das Gebiet besser als jeder andere. Ich würde es begrüßen, wenn du zu ihnen gehst, aber pass auf. Du hast die Garde gesehen. Die sind besser und klüger als die reguläre Armee. Gut. Wahrheit und Gerechtigkeit. Wir sind schon mitten in der letzten Folge leider hier in die Mission reingetappt. Ich dachte, das ist noch ein bisschen weiter weg. Wahrheit. Muss man das kurz mal aufschreiben. Damit ich mir die Folge dann auch so benennen kann. Ja, wie gesagt, ich habe eigentlich gedacht, dass das. Aber Denken ist ja nicht so meine Stärke. Ist da ja, kennt er ja. Jungs, ich müsste mal euer Auto requirieren. Übrigens, neues Auto, was mir gerade. Das war jetzt dumm. Ich konnte wieder falsche Taste gedrückt, weil er mir hier im Weg steht, oder sie. Alter, jetzt nimmt die mir das Auto weg. Ich glaube es nicht. Was für eine Biatch. Ja, herzlich willkommen zurück. Nochmal. Kaufmann, brauchen wir jetzt nicht. Jetzt, wo wir brauchen, laufen sie mir 20 Mal über den Weg. Gern mal einen Gegner, damit ich denen das Auto klauen kann, aber irgendwie soll es nicht sein. Ein Adler! Wir gehen mal ein bisschen Querfeld ein. Dann nehmen wir nämlich noch die Kletter mit, weil die sind halt immer. Als ich mich doch mal um den Adler gekümmert. Was habe ich nicht verdient? Was ist denn hier unten passiert? Gibt es hier noch irgendwo Propaganda-Poster, habe ich gesehen? Und irgendwo noch eine Kiste? Geh mal weg, du scheiß Fass. Na, nimm mal die Notiz mit. RA Memo, Brunnen vergiften. Hör auf, den Giftmüll aus unserem Produktion in den Tunnel zu kommen. Ich habe einen neuen Plan. Wir werden den Giftmüll zum aller Trinkwasser der Golden Fahnen und hier mal das folgende kürzen. Okay, Idiot. Entschuldigung. Es tut mir so much doll leid. Gut, ich will jetzt mal nicht wissen, was da unten ist. Wir werden es wahrscheinlich noch früh genug erfahren. Aber ich werde mal das Auto hier ignorieren. Gibt es hier schon wieder kein Signal? Ach, weil ich keinen Wegpunkt wahrscheinlich gesetzt habe. Wo ist er denn hin? Da ist mein. Da ist ja richtig was los. Da ist ja richtig Spiel, Spaß und Spannung. So klärt man das in Kyrat. So macht man das in Kyrat, Jungs. So und nicht anders. Muss mal ganz kurz was gucken. Tut mir leid, wenn es dann immer so langweilig ist. Ich meine, mittlerweile gucken es eh nicht mehr so viele zu. Weil natürlich andere Let's Player das schon alles durchgespielt haben und ich bin hier gerade mal bei der Hälfte. Aber ich möchte eben alles entdecken, wie ihr seht, und alle überall hin und machen und. Ich mag dieses Spiel, ich spiele das schon auch seit Ewigkeiten. Das ist jetzt in der 67. Folge sein. Ich liebe es einfach alles zu entdecken, alles zu machen, alles mitzunehmen.
Denk mal, das wird auch noch eine Weile dauern. Wir werden da aber bestimmt um die über die 100 Folgen zusammenkriegen. Was ist er denn? Verhindert er. So, was. Wie er da liegt. Was hast du mir dann anzubieten? Bei den LKW müssen wir natürlich jetzt irgendwo abliefern. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Weil das wahrscheinlich nicht in die gleiche Richtung geht, in die ich jetzt fahren muss. Das war so klar. Ja, das ist immer das Ding hier bei Farquay. Es kommt immer so viel dazwischen. Gut gemacht. Jetzt müssen wir nur noch diesen Truck abliefern. Weil wir. Ich markiere den Übergabepunkt auf deiner Karte. Das ist es. Es kommt immer was dazwischen. Wieso lebst du noch? Alter. So lebt der Sack noch. Drei Granaten vor den Latz geknallt und der lebt noch einfach mal. Es geht ja. Ah, oh, schon wieder diese Scheißvögel. Muss er hin? Weg. Der cheatet doch, oder? Karma Level 7. Gut. Ich sag ja, es ist immer so viel zu tun. Ah, Gott. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn den Scheiß-Truck abgeben? Hey, wo muss ich denn den Scheiß-Truck abgeben? Oh, das nervt mich gerade gewaltig, Leute. Ey, ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ey, nee, vergesst es. Das könnt ihr vergessen. Das mache ich nicht. Ich fahre jetzt nicht da komplett die Strecke darunter. Falls ich komplett da einmal rum, da bin ich ja die ganze Folge unterwegs. Nee, lass mal. Ganz ehrlich. Wir sind so hoch im Kaval-Level. Jetzt funktioniert natürlich Wegreise nicht. Was am besten ist, wenn ich zurückfahre und dann unten an der Kreuzung. Ach, ganz ehrlich, scheiß auf diesen LKW. Ey, was ist denn jetzt los hier? Jetzt backe ich hier erstmal voll rum. Achso, ich habe ihn zerstört, na, so geht's ja auch. Ja, nee, das ist, macht keinen Sinn, wenn ich das Ding da durch die halbe Welt fahre. Was haben wir denn in unseren Fähigkeiten mittlerweile? Ja, haben wir ja auch wieder einiges frei. Das haben wir mal leveln können.
Gut, was haben wir da? Achso, erstmal das. Okay, das noch. Dann haben wir auch erstmal alle Punkte. Es ist lange her, dass Pagans Männer unter Mangel litten. Der Truck, den du zerstört hast, soll ein neues Zeitalter für Kyrat einläuten. Supi! Freut mich. So, wie sieht es aus? Darf ich den Truck hier mal klauen? Ja. Finde ich gut, dass er so mir extra einen Truck hinstellt. Ich möchte mal endlich mal da oben ankommen in der Folge. Da kommen eh noch zwei, drei Sachen auf dem Weg dahin. Würde mich echt überraschen, wenn wir dann einen Zug ankommen. Das sag ich doch. Das sag ich doch. Ich fahre einfach mal weiter. Wir fahren auch schön hinter mir her. Sollen sich die anderen mit dem beschäftigen? Ich mach's nicht. Gut, dann sind wir hier. Utkarsh. Schön, dich zu sehen, AJ. Du bist aus dem Gefängnis geflohen. Ja. Das haben die Götter möglich gemacht. Ja. Ja, nein, ich bin ein Gott. Huldigt und preiset mich. Opfert mir Jungfrauen. Männliche, nicht weibliche. Ist da wieder irgendwo ein Händler? Hallo. Preise. Ja, ja, Preise und. Langsam das auch wieder. Geschäft blüht, wenn du in der Nähe bist. Ja. Langsam haben wir auch wieder ein bisschen mehr Kohle. Ich war nämlich ein bisschen shoppen in den letzten Folgen irgendwann mal. Da wurde es mit dem Geld ein bisschen eng. Wo muss ich denn hin? Namaste. Namaste. Und da müssen wir hin. Ja. Checkpoint. Nicht Checkpot, sondern Checkpoint. Wie hast du das geschafft? Wie konntest du wirst bereits unten erwartet. An Nägeln und Zähnen rausgeklettert? Bist du halb Affe, halb Spinne oder was? Oh Gott. Nette Bude. Ja, hier lebt sie schön. Farbe an die Wand und AJ, danke für die Vereinigung mit dem Goldenen Pfad im Süden. Sag Amita und Sabal, dass wir bereit sind. Sie haben Ziele ausge... Ja, nein, meine Familie. Hagan ist zu Besuch. Oh, das gefällt mir. Ist das Marbuni? Und seht euch an. Ein reizendes Paar. Passt zu eurem Haus. Das Salz der Erde. Man sagte mir, wenn du die herzliche Gastfreundschaft von Utkarsh kennenlernen möchtest, dann geh und besuche Dianas. Oh, wir haben jeden gefragt, ja? Und alle haben genau dasselbe gesagt. Das sind die Freundlichsten. Sie reden mit jedermann. Mit jedermann, fragte ich. Mit jedermann, sagten sie. Und sie waren so empathisch, dass ich es einfach mit eigenen Augen sehen musste. Niedlich. Wisst ihr, ich wollte euch warnen. Warnen? Genau. Nun, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es ist mir nicht entgangen, dass... es hier auch ein paar sehr verrufene Menschen geben soll. Und ich bin besorgt, dass diese Menschen, diese
Terroristen. Nun, sie könnten eure Gastfreundschaft ausnutzen. Und euren wunderbaren Ruf ruinieren. Und wir wollen ja nicht, dass das geschieht, oder? Nein, Herr. Nein. Und erlaubt ihr mir, euch zu beschützen, euren guten Ruf zu bewahren? Natürlich, Herr. Ja, König Min. Euer Wunsch ist mir Befehl. Der Typ ist so irre. Ich bin so froh, dass wir uns einig sind. Gut, ich will euch nicht länger aufhalten. Bei der aus dem dritten Teil noch übler sein soll. Dauert nur einen Moment. Wer sagt denn, ich hätte den Kontakt zum Volk verloren? Das war doch klar. Nein, zu gefährlich. Ich hol mir Pagan. Folge Pagamin. Amita, ich hab Pagan. Ich bin ihm auf den Fersen. Ey, du kannst es jetzt beenden. Ich weiß. Jedes Mal. Oh. Amita, ich hab Pagan. Ich bin ihm auf den Fersen. AJ, du kannst es jetzt beenden. Ich weiß. Was hat mich da verfickt nochmal getroffen? Entschuldigung. Meine Ausdrucksweise ist mal wieder... Gewalt und Gerechtigkeit. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Plündern Sie nicht die Leichen gefallener Royal. Das war doch nicht der Echte. Das war doch nicht der Echte. Hallo, AJ. Hast du mich vermisst? Ich wollte schon sagen. Ja, hast du. Pagan? Ich hab dich getötet. Nein, du hast einen perfekten Doppelgänger mit Haarausfall ruiniert. Hast du eine Ahnung, wie teuer du bist? Er war nicht mal Asiate, um Gottes Willen. Ich glaube, er kam aus Melbourne. Sein einziges Verbrechen waren die fantastischen Wangenknochen. Das Bild, glaubst du, ist auf den Geldscheinen. Na, ist doch egal. Geschehen ist geschehen. Ich schätze, nächstes Mal gibt es nur noch dich. Es war doch klar, dass das da nicht ist. Dass das da nicht ist. Es war da so klar. Oh Gott, was ist denn da oben los? Das ist ein weiterer Turm. Ja, ich weiß. Alter, sind das viele. Scheiße, sind das viele. Okay, dann müssen wir mal wieder ein bisschen cheaten.
Nase ein. Ja, warte mal, ich verweis dir. So schießt man damit. Was ist denn das, was da auf mich schießt? Ist das ein Granatwerfer oder was? Granatwerfer gewesen. Gut, wir schalten mal noch den einen Gegner hier aus. Der irgendwo da oben sein wird. Was ist denn? Oben ist er. Oben ist er. Was sind denn jetzt für Tiere hier noch? Oh, ernsthaft? Alter, scheiß Bären. Oh, das kann doch alles nicht wahr sein. Bist du da gerade am Fighten, da kommt da noch ein Bär um die Ecke. Gut, aber wir machen hier wieder eine kurze Pause, weil 20 Minuten sind schon wieder um. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mal in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt Let's Play Far Cry 4 mit mir, dem Sascha. Bis dann, ciao.